Hallo Freunde, bleibt dran und lasst uns gemeinsam eine Runde Satisfactory genießen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch auf Folgen. Und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, dann lasst einen Sub da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ihr wisst ja, Unterstützung tut immer gut. Und jetzt lasst uns anfangen und diese Folge genießen. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Satisfactory. Ich habe zwischenzeitlich die durchbrochenen... Nein, das hat man vorhin schon gemacht. Das hat man ja schon gemacht. Das hat man ja schon in der anderen Folge gemacht. Ich habe es zwischenzeitlich nicht getan. Ich dachte eigentlich... Egal. Das war jetzt ein toller Anfang, ein tolles Intro. Ich stehe hier an dem MAM. Hab die lila Energieschnecke dabei. Ich habe zwischenzeitlich doch was gemacht, die Rahmen gebaut und noch die Kabel zusammengesammelt. Und nun starten wir mal noch das letzte Energiefragment, das Violette. Die Forschung dafür. Und die Analyse ist durch. Der Baum ist damit komplett erforscht. Es gibt neue Teile. Und das neue Teil ist mit großer Wahrscheinlichkeit, kann man ja alles nicht herstellen, aber wir können, das ist falsch, wir können über X reingehen und das neue Teil müsste dieses Energiefragment sein, was die Produktionsrate um 12,5 pro Minute steigert. Und interessant ist, dass wir bei einer Energieschnecke da kriegen wir tatsächlich 5 solche Energieeinheiten raus. Okay. Gut, also je nachdem, was man für Schnecken benutzt, wird das Ergebnis um Längen besser. So, damit haben wir die Sache geforscht. Das haben wir uns das letzte Mal auch angeguckt. Was kann man machen? Was ist verfügbar? So, dann mache ich jetzt eins. Ich gehe jetzt... Oh, das sieht gut aus. Also mir gefällt's. Der Turm mit den durchbrochenen, also mit den Durchführungen für die Bänder, das macht die Sache doch wesentlich angenehmer. Das sieht einfach genial aus. Das hat was. Und du brauchst keine Angst, dass du runterfällst. Schöne Sache. So, dann müsste es ja... Ich bin auf der falschen Ebene. Die Produktion steht unten. Ach Mensch, hier oben sind dann nur die Eisenplatten. Hier hat man ja angefangen, das andere herzustellen. Schön, also wir sind jetzt einmal hochgerannt, vollkommen umsonst. Aber gut, auch sowas gehört dazu. Ich muss nach hier hinten. Irgendwo werden die Eisenplatten produziert. Da habe ich, glaube ich, auch schon Energieschnecken drin. Genau. Die Platten brauchen wir. Und hier hinten bei den Maschinen. Hier nicht. Hier habe ich das alternative Rezept. Hier sind die Platten drin, da ist eine Energieschnecke drin, aber mehr haben wir aktuell nicht. Das heißt, mehr können wir im Moment nicht vorbereiten. Und wie ihr seht, wir haben zu wenig Eisenplattenproduktion. Hier drüben sind Stangen und das, und da werden die Rotoren hergestellt. Okay. Nicht zu sehen. Und das jetzt noch nicht wieder weiter. Okay. Gut, das heißt, ich werde oben diese Plattenproduktion noch mal bauen müssen. Das war auch mein großes Ziel. Bis zu dem Punkt hier sind wir oben schon. Das heißt, als nächstes brauchen wir die Verarbeitung in Stangen. Die Stangen in die Teile. Die kommen hier rein.
Und auf der anderen Seite der da drüben, müssen wir dann die Platten herstellen. Erz nach oben haben wir schon abgegriffen. Die Platten haben wir jetzt. Und das heißt, wir können jetzt an dem Punkt weitermachen. Mal kurz geschaut. Jetzt nicht wirklich irgendwas übersehen oder vergessen haben. Die Kristalle haben wir nicht. Dass wir die anderen Bänder noch ranholen können. Das wäre ja dann jetzt eigentlich theoretisch eine der interessantesten Sachen, denn hier kommen wir dann noch nicht weiter. Ich meine, die Logistikdrohnen wären eine coole Geschichte. Da haben wir ja schon Stahl. Ach ja, die Stahlproduktion brauchen wir ja auch. Und dann könnten wir in Richtung Drohnen was machen. Aber was wir ganz dringend und ganz wichtig brauchen, ist, müssen wir jetzt nochmal flitzen. Dass wir die Bänder hierher gezogen kriegen. Damit wir mit der Produktion weitermachen können. Denn dort hinten wird haufenweise Metall hergestellt und auch andere Dinge. Und ich habe ja die Bänder schon, irgendwo hier vorne habe ich sie schon enden lassen. Hier sind sie schon. Also es ist gar nicht mehr so viel, was benötigt wird. Gar nicht mehr so viel. Ihr seht's. Ich habe noch die Halter aufgestellt. Um dann letztendlich die Fließbänder einlegen zu können, die hier oben schon am Laufen sind. Also das erste ist hier schon und die anderen enden hier. Das brauchen wir alles nicht. Die drei brauchen wir. So. Und der geht von da nach dort. Und der geht von da nach dort. Der von da nach dort. Schade ist, dass es hierfür keine Automatisierung gibt. Das wäre eine echt schöne Sache. Aber es ist nun mal so. Und dann die auch noch anschließen. Hier wäre es echt schön, wenn man einfach nur lang rennen könnte. Das Band mitnehmen. Quasi so ein bisschen ähnlich, wie man es von Factorio kennt. Wer Factorio noch nicht gespielt hat, kann ich nur empfehlen. Gibt auch genug Videomaterial bei mir im Kanal, was ihr euch angucken könnt. So, okay. Damit müsste eigentlich alles, was wir hier hinten gemacht haben, genau. Die kommen auch, das oben ist dran und läuft. Gut. Naja, da haben wir zumindest schon mal ein Häppchen von dem Weg geschafft. So, aufs Video bezogen ist das jetzt natürlich nicht viel. Müssen wir da mal schauen, was wir noch nachher fix basteln. Vielleicht. Wie gesagt, wir brauchen Stahl. Oben haben wir das Eisen. Aber wir gehen nur noch mal zurück. Und bauen eine Stahlfabrik. Zu teuer, da ist schon wieder alle. Also kann man eh schon wieder aufhören. Gut. Dann sollte man mal überlegen, wir haben jetzt noch 20 Minuten für das Video. Ja, dann machen wir das. Dann bauen wir eine Stahlfabrik. Das sollte funktionieren.
Gießerei. Das haben wir alles, um die herzustellen. Aber die Gießerei braucht zwei Ressourcen. Also müssen wir noch Modulrahmen herstellen. Und das geht in die Hose. Weil ich gerade diese... Wo sind wir denn? Hier. Weil ich gerade die Platten zerschossen habe, wa? Ach, ist das ärgerlich. Naja, dann halt Handarbeit. So, der Rahmen kriegen wir. Das reicht auf jeden Fall. 10 Stück brauchen wir nur. Ach, jetzt sind die anderen Dinger alle. Ja, wie es immer so ist. Hä? Das ist ein Aussetzer eben. So, Arme. Noch einmal. Da haben wir so 10 Stück. So, immer bei unserer Fabrik nach oben. Da, wo schon die Schmelzen stehen. Wo schon die Metallplatten rauskommen. Jawohl, einmal aus dem Fenster geguckt. So, und dann gucken wir mal, wie das mit dem Ofenteil folgen, mit der großen Schmelze, mit der Gießerei zu erfolgen hat. Schieben wir mal ein Stückchen weg. Erstmal so zum Probeaufbau. Die hat 2 Eingänge. Was will die haben, wenn die uns Stahlbahn macht? Oh nein, oder? Kohle und Eisenerz. Ja, dann bis morgen. Dann mach mal aus. Kohle und Eisenerz. Gut. Das Projekt stampfen wir mal kurzzeitig ein. Oh, Backe. Gut, dann machen wir jetzt erstmal mit dem hier weiter. Also stopp. Wir kriegen hier raus. 30 Teile pro Minute. Und wir brauchen einen Konstruktor. Ich mag das nicht, wenn ich so... Das ist das, womit ich hier nicht klarkomme bei dem Spiel.
dieses Gefühl, ständig zu dich zu stehen. Keinen Überblick zu haben. So, wir brauchen einen Konstruktor. Der Konstruktor wird aber unterfordert sein, überfordert sein. Denn wir wollen hier drinnen Eisenplatten herstellen. 30 pro Minute brauchen wir, das geht genau auf. Gut, okay. Aber ich habe das Gefühl, der steht zu murksig. Irgendwas stimmt hier nicht. Der steht da, oder? Steht er wirklich bündig gegenüber, vernünftig? Ja, tut er. Okay. Er steht richtig. Dann kriege ich mit dem nächsten ein Problem, habe ich zu eng gebaut. Na gut, was soll's. Dann lass mal den hier stehen, wie er steht. Schließen wir den mal noch kurz an den Strom an. Das ist jetzt das Schöne, dass wir hier stromleitungstechnisch wunderbar ausgestattet sind. So, und jetzt brauchen wir noch so ein Teil, weil wenn wir letztendlich die Z, nein, was ist es? X. Wenn wir diese Platten herstellen wollen, die wir hier unten schon herstellen, diese, haben wir zwei Rezeptmöglichkeiten. Wir haben das da unten und das da oben. Mit dem Rezept da unten kriegen wir 15 pro Minute raus. Mit dem Rezept oben, was das Standardrezept ist, kriegen wir nur 5 pro Minute raus. Das Rezept unten hat aber mehr Schrauben im Verbrauch, weil eigentlich bräuchte man bloß 36. In dem Falle braucht man aber 50, also 14 mehr, quasi einen Satz mehr. Was ja grundsätzlich eigentlich nicht das Problem wäre. Aber mal kurz drauf gucken. Wir brauchen 50 pro Minute und 18 pro Minute. Und der hier macht uns 30 pro Minute. Also der würde passen. Das würde gehen. Ich mach mal einen noch hier davor. Daneben. Komme hier nicht klar. Und wenn wir den da hinsetzen, sitzen wir natürlich ungünstig. Passt das mit dem Auswurf nicht? Müssen wir leicht daneben setzen, mal sehen, ob das klappt. Das könnte funktionieren. So. Was stört ihn? Zu teuer. Was kriegen wir hier raus? 30 pro Minute. Ja, auch. Und er braucht falsches Rezept. Wir müssen doch erst die Teile herstellen. 15 auf 15, wir kriegen 30 raus. Ah, wir müssen splitten. Halt, nein, Unsinn. Wir kriegen 15 raus. Und wenn der uns die herstellen soll, 40 pro Minute, brauchen wir 10. Das heißt, für das obere Rezept wäre es ausreichend, für das untere Rezept nicht. Bräuchte man einen zweiten. Also bauen wir die Sache anders auf mit Puffer. Bauen wir die Sache anders auf. Wir bauen das mit Puffer. Nee, nicht mit Kreissäge. Geh weg. Okay, ganz anders. Den weg. Den weg. Ach, guck, auch schön.
Wir bauen einen Splitter. Nicht Splitter. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Du wirfst mit 30 aus. Das reicht also ein normales Fließband. Du wirfst auch 30 aus. Reicht auch ein normales Fließband. Theoretisch kommt auf dem Fließband im MK2 kommen 120 an. Das heißt, wir können hiervon noch einen daneben setzen, ganz problemlos. Das machen wir auch. So. Und setzen so ein Fließband noch dran. So. Und dann lassen wir ihn auf Barren herstellen. Und der braucht dann noch Rohmleitung. Ja. So. Dann haben wir das. Dann kriegen wir 30, 30, 90. Dann setzen wir hier vorne einen Puffer hin. Ist unter Organisation. Genau, ein Lagercontainer. Genau den. So. Der Abstand, sonst komme ich aber da nicht klar. Das ist grausam. Das ist so grausam. Den setzen wir mittig vor den. So. Dann brauchen wir noch einmal unter Logistik, aber den da drinnen, den, nicht den Splitter, sondern den Fusionator. So soll er laufen. Mit dem verbunden in die Richtung. So. Dann Fließband hier nach da rein. Genau. So, und für die da dort nur 30 rauskommt, reicht ein langsames Fließband. Das. So, na. So. Und da, na. So. Und von hier nach da. Das Fließband ist schneller. Das MK2, das macht 120, das macht bis 60. So. 90 kommen, also könnten wir theoretisch noch einen dritten, aber das geht mit dem Splitter zusammensetzen, wie auch immer nicht. Wir sind bei 22 Minuten, das wird knapp. So, dann packen wir hier hinten jetzt das Gegenstück dran, und zwar den Splitter. So, den schließen wir gleich mal an. Mit 3. Daraus kommen wir, aus dem kommen wir wieder langsam raus. Und dann brauchen wir vor dem die entsprechenden Fabrikgebäude. Also die Produktion, und zwar den Konstruktor. Genau. So gedreht vor dem Splitter. So. Und der ist zu teuer, weil uns die Platten fehlen. Die Platten haben wir eine Etage tiefer. Nein, da springen wir jetzt nicht runter. Wir laufen. Ich hoffe, dass hier genug Platten zusammenkommen. Dann machen wir es nämlich am Ende so, dass wir den Kram von hier oben hier runterleiten und das dann dort alles zusammensammeln. Ich hoffe, dass mein Plan auch funktioniert, dass das geht. Würde ich nämlich außen irgendwie versuchen, Wände dran zu setzen mit den Öffnungen. Und die Sache dann da. Oha. So, also, wir haben was gelernt, man kann springen. Es funktioniert, man überlebt es. Aber es ist nicht schön. Nein. Oh. Oh, was ist denn hier kaputt?
Wir kriegen hier nicht so viel Erz raus, wie ich dachte. Aber das ist... Das ist nicht das Problem. Ich habe doch hier irgendwo, hier drüben haben wir dann noch eine Eisenerzquelle. Hier irgendwo rumgurken sind wir. Irgendwo war doch... Was hier? Da? Ne, das sind die. Die Felsen vorbei. Ja, dann zapfen wir die einfach an, schieben das da hinten mit aufs Band und die Sache ist durch. Also, wir haben eine neue Aufgabe. Wir freuen uns über unsere neue Treppe. Und werden als erstes uns nach unten begeben. Was bist du denn? Achso, so ein Vogel. Und werden dort das Eisenerz anzapfen und drumherum legen und überhaupt... So machen wir das. Also haben wir den Plan jetzt kurzerhand geändert. Ist doch Eisen, war? Genau, normales Eisenerz. So, dann tauschen wir mal kurz den hier aus, dass da ein vernünftiger entsteht, ein MK2. So. Und hier auch. So. Genau, dann können wir hier nämlich mehr anschließen. Gut, Eisenerz, wo ziehen wir es lang? Dann hier nach da oder umgedreht. Mal gucken. Das gucken wir uns noch schnell an und dann werden wir die Folge dann eben beenden. Und den Weg so rum bestreiten. Also gehen wir da durch die Lücke durch. Ich glaube, das ist besser. Ich meine, wir können das hier auch ernten und mit nach oben nehmen. Ich denke mal, wenn wir hier irgendwo durchmachen. Hier so. Da so. Irgendwie so. Das wird bestimmt spaßig. Ah, man muss ja nicht mal alles gleich machen. Das machen wir jetzt anders. Also wir brauchen... oder meiner. Nicht deiner, sondern meiner. Ich weiß, war ein schlechter Witz. Uns fehlt nur wieder meiner. Das werde ich, glaube ich, auch mir nie merken. Das werde ich mir nie merken, ja doch. Macht denn der hier? Der sollte durch die Tür gehen. Also das Exoskelett ist gut, aber für solche Aktionen bescheiden. So, mobiler Miner rückwärts rausgeht, aber nur fürs Protokoll. Hier gehen wir dann nachher lang mit dem Fließband. So. Okay, nochmal die ganze Geschichte meiner MK1. Ja. Dann braucht der Gute noch Strom. Okay. Und... Nein, kein Strom, so, sondern auch die falsche Taste. Wir brauchen Logistik und hier nehmen wir den 1er, weil das war... Da kommt eh nicht mehr raus. Stimmt's? Der liefert doch nicht mehr als die maximal 60. 60 pro Minute, genau. Und mehr macht das Fließband eh nicht. Und der Miner macht nicht mehr als das Fließband. Insofern alles kein Ding. Also gucken wir mal. Wir müssen irgendwo darüber dann. Letztendlich. Irgendwo da müssen wir dann drauf. Gucken. Der nach oben geht, ist der hier. Das ist ja doof. Warum machen wir denn so einen Quatsch? Warum setze ich das hier rein, wenn ich doch drei Quellen habe? Dann brauchen wir nicht wundern, dass das hier oben so langsam läuft.
direkt das Ding. So. Und die nehmen wir auch weg. Die lassen wir hier stehen. Genau. Einwandfrei. So, supi Geschichte. Also. Förderband. Da vorne dran. Komm mal mit hier. So. Irgendwo hier so. So. Das passt. Dann gehen wir dann nochmal dran. Ich stehe ja genau unter dem Teil. Ich habe mich schon gewundert. So, den setzen wir hier hin. Dann einen nach oben. So. Ich zeige was hin. So, dann setzen wir den hier. Einen nach oben. So. Und von da da drauf. So, und jetzt kommt unsere Kohle für oben. Nicht Kohle, unser Eisenerz. Und zwar in einer vernünftigen Menge. Hoffentlich gleich wieder. Das ist dann zwar auch nur eine 60er Menge, aber sind drei, doch war doch richtig, war. Sind die 30, okay. Dann ist es wieder einer zu viel. Egal, auch wenn das Fließband mehr kann, dann kann ich nur gucken, dass ich dann unten nochmal die Sache anders baue. Wenn wir irgendwo Rückstau haben, dass das dann besser übernommen wird. Büro Gamer ist wieder da. Hi, das freut mich. So, und das passt erstmal. Genau damit lasse ich das Video enden und bastel zwischenzeitlich den Rest hier weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.